So, hier haben wir Georgios Solaidis, internationaler Meister und bekannt als The Big Creek, der größte Schach-YouTuber Deutschlands. Erzähl mal, also was ist so deine Geschichte in den letzten 1,5 Jahren? Ja, das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Für mich hat sich im Prinzip alles geändert so in den letzten 1,5 Jahren mit Beginn der Covid-19-Pandemie im März, April 2020. Den Kanal The Big Greek auf YouTube, den habe ich ja Mitte 2019 gestartet, meine ich, das erste Video. Dann lief das halt so ein halbes Jahr, 7, 8 Monate so. Ganz nett, ne? So nebenbei mit zu dem, was ich sonst noch gemacht habe. Und ich dachte mir am Anfang, ja, wenn ich 10.000 Abonnenten habe auf YouTube, boah, das wäre geil, so 10.000 Abonnenten, das wäre so ein Ziel irgendwie, ne? Gab natürlich auch wenig Vergleichswerte in der Vergangenheit, so in Deutschland, das war natürlich so, Niklas hat was gemacht, Huschenbeet, aber er hat natürlich sehr viel auf Englisch gemacht die ganzen Jahre, hatte aber im Prinzip zu dem Zeitpunkt, als ich dann ja, richtig durchgestartet bin, eigentlich schon fast wieder aufgehört mit YouTubing. Dann gab es noch Christoph Silecki, der seinen Kanal hatte auf YouTube, ne, mit seinen 30.000 Abonnenten, aber auch irgendwann aufgehört, irgendwie auf YouTube Videos hochzuladen. Ja, und dann mit, wie gesagt, März, April 2020 mit der Covid-19-Pandemie, als es wirklich dann so richtig losging für die gesamte Bevölkerung, ging es auch für mich los mit dem Kanal und er explodierte einfach und ist exponentiell gewachsen seitdem und es hat mich überrollt im Prinzip und hat mein gesamtes professionelles Leben verändert. Alle meine früheren Jobs habe ich aufgehört und ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf meinen YouTube-Kanal, auf meine Streaming-Tätigkeiten, auf das gesamte Projekt The Big Greek, was inzwischen eine große Marke geworden ist und ja, es ist einfach geil so. Ne? Also ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bin mein eigener Chef, was ich richtig geil finde, muss ich ehrlich sagen. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe, im Gegenteil. Und ja, es läuft. Und inzwischen über 100.000 Abonnenten halt. Ne? Und stetig weiter am Wachsen der Kanal. Wirklich ein richtig tolles Projekt, super YouTube-Kanal. Ich erinnere mich noch quasi im Lockdown, März, April, die goldenen Regeln von dir, The Big Creek, ist eigentlich schon so zum Standardwerk, im deutschsprachigen Standardwerk für Schachanfänger geworden. Was für Formate, also was für Videos gibt es eigentlich so auf deinem Kanal? Ja, goldene Eröffnungsregeln, genau. Der Witz ist, dass das Video habe ich im August 2019 veröffentlicht, weil ich wollte natürlich auch ein paar Videos veröffentlichen auf dem Kanal, die sich an Anfänger richten, ne? Zielgruppe Anfänger und nicht nur an die Vereinsspieler. Und ich hätte damals natürlich nicht gedacht, dass dieses Video jemals so erfolgreich sein wird und irgendwann aber gelangte es in den YouTube-Algorithmus, sagt man, so im YouTube-Slang und wurde mega gepusht von YouTube auch und es haben sich halt inzwischen 1,3 Millionen Views hat das Video. Im Nachhinein würde ich sagen, würde ich das Video viel, viel besser machen, weil damals war es noch in meinen Anfängen kein Vergleich zu der Performance, die ich heute abliefere in den Videos. Ne? Ich bin natürlich viel souveräner geworden. Am Anfang war das immer so, oh, viel gestottert, teilweise ja, nicht so gut vorbereitet, ne? Das hat sich natürlich mit der Zeit verbessert, aber ist ja normal. Man wird souveräner, ne? Mit dem Medium, man wird immer besser, ist ja logisch, ne? Das gilt ja für alle. Was habe ich für Videos auf dem Kanal? Alles Mögliche, ne? Ich habe sogar einen Lernkurs auf meinem Kanal irgendwann komplett veröffentlicht, also Schach lernen heißt die Playlist. Auf YouTube macht man halt Playlist, worunter man halt bestimmte Themen packt. Und ich habe halt auch eine Playlist nur für Lernen, wo ich so 10, 15 Videos habe, womit die Leute Schach spielen lernen können. Dann habe ich eine große Playlist mit ungefähr 30 Videos Schach-Tutorials, ne? Alle möglichen Kniffe, wie man ein besserer Schachspieler wird halt. Ne? Also diese Playlist empfehle ich natürlich den Leuten, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen. Und natürlich sehr viel für fortgeschrittene Spieler. Hier und da mal eine Eröffnung, sehr, sehr viele Partieanalysen natürlich, sehr, sehr viel Tagesgeschehen. Gerade aktuelle Turniere werden natürlich sehr stark abgebildet. Ne? Was macht Magnus Carlsen? Wie spielt Vincent Keimer? Ne? Vincent Keimer ist natürlich extrem beliebt in Deutschland, klar. Und ich mache auch sehr viele Partieanalysen natürlich. Ja, du bist auch nicht nur also ein richtig toller Schach-YouTuber, Entertainer, du bist auch selbst hochkompetent, also du bist internationaler Meister im Schach. Spielst du selber Schach und wie war so dein Weg quasi zum IM, zum internationalen Meister? Okay, das ist jetzt lange her natürlich, ne? IM bin ich schon seit über 20 Jahren, das geht weit in die Vergangenheit zurück, wie man halt so IM wird. Ne? Also man spielt Turniere, ich hatte schon mit Anfang 20, eine Elo-Zahl von über 2,3, 2,4 bin ich dann schnell dran gekommen, habe Turniere gespielt und habe dann meine Normen gemacht im Laufe der Jahre und bin dann internationaler Meister geworden. Jetzt aktuell ist es so, dass ich während der
Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 kein Turnier gespielt habe. Meine letzte Partie, ich sag mal, meine letzte Partie ist aus März 2020. Das war im Pokal gegen Markus Ragger damals. Dann super lange Pause. Und dann jetzt in der zweiten Bundesliga, als sie zu Ende ging, habe ich meine nächste Partie gespielt. Aber nächstes Jahr will ich wieder angreifen, jetzt wo wieder mehr gespielt wird, der Turniere stattfinden. Zweite Bundesliga geht wieder los und dann werde ich wieder mehr spielen. Aber natürlich super viel online gespielt jetzt die letzten 12 Monate, 18 Monate. Natürlich über meinen Kanal, weil ich streame auch auf Twitch. Und dort spiele ich natürlich auch viel gegen User. Ich spiele an Turnieren, ne? Online-Turnieren natürlich. Aber das ist natürlich alles mit verkürzter Bedenkzeit, ist was ganz anderes als klassisches Schach. Das fehlt mir natürlich und ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr wieder reinkomme und dann wieder Turniere spiele natürlich. Nächstes Jahr wieder ans richtige Brett zurück. Genau, also ein anderer Großmeister, ihr seid auch richtige Freunde, quasi hat mir erzählt, ihr habt so ein bisschen eine eigene Schachgang ausgebildet gehabt früher, wart gemeinsam auf Turnieren, habt Opens gespielt. Großmeister Sebastian Siebrecht, der auch ihren Schach-YouTube-Kanal hat mit Kränke Chess Kids oder Faszination Schach. Wie war das eigentlich gemeinsam mit Sebastian die Zeit? Ja, Sebastian kenne ich natürlich aus meiner, wir haben zusammen bei der SG Bochum 31 in der Jugendmannschaft gespielt, als wir so 16, 17 waren, sind wir nach Bochum gegangen. Bochum 31 ist ein bekannter Verein im Ruhrgebiet, auch in Deutschland, für seine Jugendarbeit, über Norbert Franke, der inzwischen verstorben ist leider, aber der natürlich seine Spuren hinterlassen hat. Norbert Franke hat damals das Jugendschach gefördert, jahrzehntelang, ne, super geile Zeit mit ihm gehabt damals, ne, Sebastian, da waren noch andere Spieler bei, Thomas Michalczak, Fiedemeister, EM Christian Scholz, Lars Böhle, wir haben die ganzen Jugendturniere zusammengespielt und mit Sebastian insbesondere, ne, auch später, nach der Jugendzeit, sehr, sehr viele Turniere zusammengespielt haben, ne, zusammen hingefahren, Open gespielt, er noch deutlich mehr als ich, deswegen ist, also er ist dann auch Großmeister geworden, weil er hat viel, viel mehr gespielt als ich habe halt irgendwie irgendwann nicht mehr so viel gespielt, insbesondere in meinen 20ern habe ich gar nicht so viel gespielt, im Gegensatz zu ihm, der wirklich ein Turnier nach dem anderen gespielt hat. Wir haben eine super schöne Zeit. Mit Sebastian bin ich, ist einer meiner besten Freunde, vielleicht mein bester Freund und wir haben regelmäßig Kontakt. Er lebt natürlich ganz woanders als ich und deswegen meistens über Telefon natürlich oder ab und zu mal Skype. Und ja, Sebastian hat auch seinen Weg gefunden innerhalb der Schachszene mit der Faszination Schachtour, hat aber ein super geiles Produkt entworfen oder beziehungsweise auch auf Basis dessen, was zum Beispiel der Hamburger SK in Hamburg schon gemacht hat, ne, mit einem schönen, großen Programm in Einkaufszentren den Leuten Schach beizubringen. Das hat er deutschlandweit vermarktet und ist da federführend. Und ja, also ich freue mich immer wieder, also ich freue mich sehr, dass er so erfolgreich ist und freue mich natürlich immer zu sehen, wenn er wieder immer noch aktiv ist. Und das wird er auch in Zukunft sein. Einfach schön, dass sowas wie Schach einfach die Leute auf der ganzen Welt verbindet. Ja, also wir haben sehr viele Schachfans, die kommentieren und Fragen stellen. Wie sieht eigentlich, ja gut, du bist jetzt kein aktiver Profi mehr oder warst es vielleicht auch nicht, aber wie, aber du hast sehr viele Profis auch interviewt, mit ihnen zusammengearbeitet. Was würdest du jetzt Anfängern empfehlen, also wie sollten sie mit Schach starten und ja, ins Training kommen, um einfach besser zu werden? Zum Beispiel so einen Sprung von 1000 DWZ auf 1300 oder 1400 DWZ? Ja, wichtig ist viel spielen und dabei Spaß haben natürlich. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass sie Spaß haben beim Spielen. Wenn man wirklich ernsthaft besser werden möchte und es nicht nur sagt, dann muss man natürlich auch ein bisschen trainieren. Ne? Es ist halt eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was man sagt häufig und das, was man tut. Und am Anfang, ganz am Anfang ist Taktik halt überragend wichtig. Halt, ne? Du musst halt wirklich unglaublich, du musst die Motive kennenlernen, ne? Die typischen taktischen Motive, ne? Doppelangriff, Gabel etc. Ne? Grundreihenmatt ist zum Beispiel bei Anfängern ganz, ganz beliebt, so, ne? Dass sie darauf reinfallen, dass die Grundreihe nicht decken und plötzlich ist es matt. Das kennen wir aus unseren Twitch-Streams und Sub-Battles, wie die alle heißen. Und viel, viel Taktik machen am Anfang ist unheimlich wichtig. Viel, viel, viel weniger Eröffnung. Eröffnung ist nicht so wichtig am Anfang. Goldene Eröffnungsregeln reicht vollkommen. Ein Video von The Big Greek und danach aber viel, viel, viel Taktik, viel spielen, Spaß haben und wenn man eine bestimmte Spielstärke erreicht hat, ne? Dann kann man langsam anfangen, auch intensiver an seiner Eröffnung zu arbeiten, auch mal wieder hin und wieder vielleicht mal ein Endspiel machen, aber das ist am Anfang nicht so wichtig. Das sind schon richtig gute Tipps, also für die Starter, für die Beginner. Ja, hier, also ich sehe jetzt hier ein Logo, das erinnert so ein bisschen an den 300-Film, quasi mit diesem Spartiatenhelm. Woher kommt eigentlich der Name The Big Greek? Also wie ist das entstanden? Na, das ist doch naheliegend, ich bin Grieche, hallo? Außerdem, ich bin auch tatsächlich Spartiat, also mein Vater ist in der Nähe von Sparta geboren, wir sind wirklich da, ein Teil meines Blutes fließt natürlich aus, kommt schon daher. Ne? Die Hälfte meiner Eltern, also meine Mutter kommt aber auch aus dem Peloponnes, also
Peloponnes, Südgriechenland, Sparta ist Südgriechenland, ne? Und für die geografisch noch nicht so ganz bewandert sind. Und das ist, war schon immer so ein bisschen in der Nähe von Sparta, war ich super häufig schon. Ne? Ich habe Leonidas, die Statue, in der Nähe in Sparta natürlich besucht, ne? Also, vom Stadion. Und das kenne ich natürlich alles. Es war für mich naheliegend, The Big Greek mich zu nennen. Natürlich auch so ein bisschen spaßig natürlich, ne? Klar. Meine allererste E-Mail zum Beispiel in den 90er Jahren, als E-Mails rauskamen, war biggreek.de, gmx.de, biggreek.gmx.de. Damals haben die Leute sich schon kaputt gelacht über die Mail. Und ich wusste, wenn ich irgendwann einen Kanal mache, den werde ich so nennen, ne? Nicht Georgios Souvleidis, was kein Mensch aussprechen kann, ich noch nicht mal, sondern mit einem schönen, griffigen Namen, The Big Greek. Und das gefällt den Leuten, ja. Dann denken sie wahrscheinlich direkt an schön leckeres Essen, ne? Bei ihren Lieblingsgriechen, dann gucken sie direkt das Video nebenbei an und so läuft das. Ja, da kommt gleich so eine richtige Gänsehaut bei mir. Also du warst dann wirklich, also im direkten Kontakt mit dem König der Spartiaten, Leonidas, warst du dann tatsächlich auch mal an den Thermopylen, an dieser Engstelle, wo die Spartiaten quasi diese Engstelle verteidigt hatten gegen die Perser, warst du dort physisch? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich sage, nein, ich war da noch nicht, nein. Möchtest du da irgendwann mal hingehen? Ich ehrlich gesagt weiß noch nicht mal, wo die Thermopylen sind. Ich sage Thermopylen, nee, ich habe keine Ahnung. Nein, das ist nicht mein Traum, nein. Muss ich nicht nackig über den Strand rennen dort, ne, das passt schon. Oder halbnackt. Aber natürlich 300, den Film, den habe ich natürlich gesehen, das ist natürlich ein geiler Film, ne? Natürlich eine Comic-Verfilmung, aber dieses Gefühl natürlich mit dem Helm und das ist natürlich ein bisschen gespielt, aber hat natürlich was mit mir zu tun. Natürlich, ich bin Grieche, ne? Ist klar. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber ich bin Grieche, ne? Meine Eltern sind Griechen. Und auch wenn ich die doppelte Staatsbürgerschaft habe und sehr, sehr deutsch bin in vielen Dingen, auch beim Denken, meine erste Sprache ist Deutsch natürlich, weil ich hier aufgewachsen bin und meine gesamte schulische Laufbahn hier absolviert habe, fühle ich Griechisch natürlich, ne? Also man kann seine Herkunft niemals negieren. Man ist der, woher man stammt natürlich auch. Es ist jetzt, war jetzt nicht so weit hergeholt, mich so zu nennen und das natürlich so auch ja, zu übertragen, ne, auf meine Community. Ergibt alles Sinn. Also jetzt wissen wir quasi, woher The Big Greek kommt. Ja, es gibt nur nicht nur den großen Griechen, es gibt auch die Schachweltmeisterschaft 2021 in Dubai zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomniachtchi, dem Herausforderer. Werden wir dazu Content von dir sehen? Ja, natürlich. Also Minimum ist natürlich jeden Tag ein Analysevideo auf meinem Kanal zu der jeweiligen Partie. Das werden natürlich viele machen. Ich überlege noch, ob ich auf meinem Twitch-Kanal noch regelmäßig streamen werde. Das weiß ich noch nicht, weil das natürlich sehr viel Arbeit ist und auch eine Partie nur zu kommentieren natürlich immer unglaublich anstrengend ist halt, ne, über mehrere Stunden, 4-5 Stunden eine Partie zu kommentieren. Ich schaue mal auf meinem Twitch-Kanal. Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Analyse geben. Carsten Müller hat sich zum Beispiel gemeldet, Großmeister Carsten Müller, ein guter Kollege von mir, der würde mit mir bestimmt auch mal eine Partie analysieren. Also das ist ungefähr geplant. Ne? Das hört sich auch sehr spannend an, also gemeinsam mit Carsten Müller, absoluter Endspielexperte, also einer der besten Großmeister, einer der besten Experten im Bereich der Schachendspiele. Ich glaube, du als The Big Greek, also du kannst dann diese Angriffe richtig schön analysieren und dann, wenn das Material weniger wird, ist Carsten Müller und übernimmt. Ja, also gute Symbiose, hast du gut erklärt. Also soweit habe ich gar nicht gedacht irgendwie, aber ja, können wir so machen. Ich beginne mehr. Aber Carsten, ich kenne ja natürlich schon sehr lange, wir haben zusammen ein Buch geschrieben, italienische Slow Italian, und war schon zweimal bei mir zu Besuch in den letzten Monaten. Wir haben zusammen gestreamt und macht immer riesen Spaß mit Carsten. Hat einen extrem großen Fundus an Wissen halt, ne, aus dem man schöpfen kann, und er hat super viele Geschichten, die er erzählt, macht super Spaß mit ihm zu streamen, und die Leute mögen das sehr, kommen super an halt, ne, wenn wir zusammen streamen, und ja, ich kann mir gut vorstellen, mit ihm halt während der WM die eine oder andere Partie zu kommentieren. Ich freue mich drauf, nochmal zur Schachweltmeisterschaft. Ja, also was ist dein Tipp, also was ist deine Prognose, was wird uns in Dubai im November erwarten? Ich freue mich schon riesig auf die WM. Es wird bestimmt ein super cooler Wettkampf mit ausgespielten, ausgekämpften Partien. Und Magnus ist schon der Favorit natürlich. Zumal er liegt zwar in klassischen Partien 4-2 zurück, aber
Magnus hat die letzten beiden Partien gewonnen. Die Siege von Nepo liegen sehr weit zurück in der Vergangenheit. Gerade in der Jugend hat er gegen Carlsen gewonnen, bei der U12-EM, U12-WM. Übrigens könnt ihr gerne auf meinem Kanal auch die Analysen sehen, weil ich mache eine Serie vor der WM, 7 Videos, wo ich alle entschiedenen Partien nochmal durchgehe, noch ein Fazit, eine Vorschau. Also Magnus ist für mich schon der Favorit. Allerdings wird es Nepo überhaupt nicht leicht machen. Er ist sehr super selbstbewusst, hat keine Angst vor Magnus und wir werden eine richtig, richtig geile WM erleben. Da bin ich mir super sicher. Das war wirklich ein Spektakel. Jede Schachweltmeisterschaft hat auch so ein bestimmtes Thema. Also Karpov, Kasparov wurden immer ähnliche Eröffnungen gespielt. Oder Kasparov gegen Kramnik, da kam dann auch die Berliner Verteidigung. 2018 Svechnikov und Rossolimo. Was für Eröffnungssysteme werden wir jetzt dieses Jahr in Dubai sehen? Ja, das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Ich bin da selbst gespannt, wie uns die beiden überraschen werden. Aber beide sind mega flexibel. Heutzutage ist es auch so, die Spitzenspieler müssen super flexibel sein, weil das Eröffnungswissen hat sich extrem verbreitet. Alle Leute wissen Bescheid über jede Eröffnung irgendwie inzwischen. Ne? Früher haben die Leute nur ein, zwei Eröffnungen gespielt. Das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in jeder Partie eine andere Eröffnung aufs Brett kommt. Gut, natürlich, wenn einer eine Waffe vorbereitet, die super läuft, ne, dann wird er die natürlich immer wieder anwenden. Aber ich kann da nichts vorhersehen, keine Ahnung. Die beiden sind zu flexibel, die haben alles schon gespielt, beide, mit Weiß und Schwarz. Das heißt, es ist völlig unmöglich, da eine Vorhersage zu machen. Kann alles Mögliche kommen, also wir freuen uns drauf und sind gespannt, was passiert. Gerade eben kam eine Eilmeldung bei mir durch vom Mannschaftsführer von Deitzesau. Wir hatten es ja auch mit diesen Schachanfänger, Turnierpraxis, Spielpraxis. Ganz kurzfristig hat der Mannschaftsführer entschieden, dass das Deitzesauer Herbst Open stattfindet. Also kannst du das Turnier jetzt ich glaube am 29. Oktober bis 1. November, kannst du das Deitzesauer Herbst Open für Schachanfänger empfehlen, also mit A, B und C Gruppe? Mit Sicherheit, ne? Also gerade wenn es A, B und C Gruppe ist, dann ist es natürlich spielstärkemäßig unterteilt halt, ne? Von Anfänger bis zu den Profis oder Vereinsspielern. Dementsprechend die C Gruppe ist natürlich genau richtig für Anfänger, insbesondere für diejenigen, die zum ersten Mal Schach spielen oder so beim Turnier teilnehmen wollen. Natürlich eine super Erfahrung, einfach mal am Brett zu sitzen, dem Gegner gegenüber zu sitzen, nicht nur online, anonym, sondern halt am Brett macht super viel Spaß, auch hinterher zusammen analysieren und von den stärkeren Spielern natürlich das Wissen aufsaugen. Beim Schach ist es so, dass die stärkeren Spieler auch immer das Wissen weitergeben und auch das Wissen noch von oben nach unten, ne? Altersmäßig, ne? Dass die Älteren den Jüngeren was beibringen. Also natürlich, absolute Empfehlung, solche Turniere zu spielen. Das hört sich richtig gut an. Jetzt noch allerletzte Frage. Du hast vorher eine Schach-Bundesliga-Show mit Großmeister Alexander Donschenko, einer der stärksten Schachspieler Deutschlands, gedreht und gestreamt. Wie war das für dich? Das war das erste Mal, dass ich mit Alexander überhaupt gesprochen habe. Ich kenne ihn natürlich als Spieler vom Sehen und Hören und Lesen. Aber es war das erste Mal, dass ich ihn gesprochen habe, vor der Kamera mit ihm. Und Alexander macht auf mich einen sehr, sehr, sehr professionellen Eindruck. Unglaublich diszipliniert, sehr selbstreflektiert, auch selbstkritisch und absoluter Profi. Absoluter Profi und sehr lehrreich, ihm zuzuhören, wie er rangeht an die Partien, wie logisch sein gesamtes Denken ist, seine gesamte Struktur, wie er rangeht. Man kann sehr, sehr viel von ihm lernen. Und ich würde ihn an einer Stelle auch häufiger vor die Kamera zerren, erzähl mal die Partie, analysiere die Partie mal oder einfach nur auch oberflächlich, reicht vollkommen. Er muss keine großen Varianten zeigen. Das ist nicht wichtig. Einfach nur, wie denkt ein Großmeister? Das kann er super transportieren. Also wirklich ein sehr souveräner Großmeister, der auch richtig tief analysieren kann. Jetzt würde ich allerletzte Frage. Wir sind ja gerade bei der zentralen Schach-Bundesliga-Endrunde in Berlin. Und genau in diesem Moment spielt die OSG Baden-Baden gegen Hockenheim. Ja, da geht es wirklich um die Wurst bei der Schach-Bundesliga. Ja, was ist deine Einschätzung dazu? Na gut, Baden-Baden ist natürlich schon Favorit. Hockenheim muss gewinnen, weil Baden-Baden hat die bessere Brettpunktewertung und nominell ist Baden-Baden klarer Favorit. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie das auch packen werden. Hockenheim leidet so ein bisschen darunter, dass viele ihrer Spieler in anderen Ligen gerade aktiv sein müssen. In Russland, in Spanien findet gerade was statt. Na, es ist alles ein bisschen gedrubbelt gerade mit den Terminen, logischerweise, weil natürlich jetzt nach einer langen Pause die Veranstalter auch Zeit finden müssen, überhaupt Orte, überhaupt irgendwas stattfinden zu lassen. Und das überschneidet sich leider alles. Und das und die Baden-Baden hat einfach den tieferen Kader letztendlich. Auch Baden-Baden muss auf einige Spieler verzichten. Zum Beispiel Akadi Neidic ist nicht da. Ich weiß gar nicht, wann Akadi Neidic das letzte Mal nicht in der Bundesliga gespielt hat. Bin ich völlig überrascht, weil ich glaube, der ist woanders gerade tätig. Aber Hockenheim gerade
Spielt im Prinzip mit der zweiten Nacht seines Kaders, der immer noch sehr, sehr stark ist, aber gegen Baden-Baden wird es natürlich sehr, sehr eng. Ja, es wird auch spannend, lassen wir uns überraschen. Jetzt würde ich allerletzte Frage, weil es gibt halt so viel, was gerade die Schachwelt bewegt. Du bist nicht nur ein Top-Schach-YouTuber, nicht nur ein Top-Schachspieler, sondern auch ein hervorragender Schachtrainer. Und momentan spielt Vincent Keimer ein Schachturnier. Er spielt quasi um die Magnus Carlsens Challenge, Julius Baer Challenge. Ja, also Vincent Keimer entwickelt sich wirklich sehr gut. Sag was zu Vincent Keimer. Ja, Vincent ist natürlich die Hoffnung des deutschen Schachs, ganz, ganz klar. Ne? Und ich denke, er erfüllt die jetzt schon. Er ist einfach ein super Typ, er ist ein super starker Schachspieler, der hat die Covid-Zeit echt genutzt. Er ist super stark geworden, einen Riesensprung gemacht, man merkt es richtig an. Nicht nur an seiner Zahl, sondern auch an seinem Spiel, strategisch unglaublich reif für einen immer noch 16-Jährigen, glaube ich, wird jetzt bald 17. Es macht riesen Spaß, ihm zuzuschauen, ihn spielen zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass er einen Boom auslösen kann in Deutschland, wenn er in die Weltspitze vordringt. Und davon bin ich sowieso überzeugt, dass er locker unter die Top 50 schaffen kann, ohne irgendwie Druck auszuüben. Weil viele denken, das wäre mal so Druck, wenn man sowas sagt. Aber ist es nicht. Der Junge kommt damit super klar, wenn man sowas sagt, das weiß ich. Und er lässt auch nicht so leicht an sich was ran. Und das merkt man an seinem Spiel. Der ist einfach unglaublich reif schon für seine 16 Jahre. Und das kann nochmal einen richtig, richtig großen Schub geben. Und die Leute haben Bock auf ihn. Die Leute haben Bock auf seine Partien. Die gucken die Videos wie verrückt, die ich drehe über Vincent. Und die wollen ihn spielen und siegen sehen halt. Ne? Und es macht auch nichts aus, wenn er mal verliert. Dann ist halt so. Es gehört zum Sport halt. Ne? Und ja, ich drücke ihm die Daumen. Und ich bin mir sicher, dass er einen kleinen Boom auslösen kann in Deutschland. Ja, werden mal schauen. Also ich freue mich auch auf viele Partien von Vincent Keimer. Ja, ich glaube, du möchtest wieder an Streamen rangehen. Vielen, vielen Dank für das Interview. Viel Spaß beim Streamen und wir freuen uns auf deine Videos. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.